Willkommen zurück in einer neuen Aufnahme zu Train Fever. Juhu! Ja, und ich habe mir jetzt auch einiges im Forum durchgelesen. Und zwar hat der FJB oder so, hat mir das gesagt. Hat zumindest geschrieben, man kann die Farbe einer Linie ändern. Ich hatte mich an irgendeiner Folge beschwert, von wegen, dass man die Linie so schlecht sehen kann. Irgendeine Buslinie ging das, glaube ich. Jetzt glaube ich, hier oben im Pocking? Ja, genau. Kann sein. Keine Ahnung, ich glaube, die war grau. So, und ich wusste gar nicht, dass man das überhaupt ändern kann. Ich so, hä? Was soll ich jetzt machen? Hier, da kann man draufklicken. Das wusste ich vorher gar nicht. Das ist, gut zu wissen. So, und eine andere. Was mir auch gesagt wurde, ist, dass ich mal bezüglich meinen ganzen Brückenbau, was eine Katastrophe ist, hier, letzte Folge, hier, dass ich das mal mit N und M probieren soll, quasi mit den beiden Tasten. Da dachte ich mir so, ja, gut, N und M wird wahrscheinlich das gleiche sein, wie jetzt, ob ich jetzt hier hoch oder runter gehe, ne, N und M, da dachte ich mir, wie ich das mal einmal ausprobiert habe und dann gesehen habe, dass ich damit schön hier Brücken bauen kann oder halt Tunnel. Das wusste ich, hatte ich überhaupt nicht damit gedacht und daher auch vielen Dank an Dark Mo. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, gut. Was hatte ich diese Folge überhaupt nur vor? Weiß ich schon gar nicht mehr. Doch, weiß ich. Und zwar hier hinten. Diese Züge sind da. So, wie alt sind die? Viel Details. 12 Jahre. Dann müsste ich... Wie alt ist der andere Zug? Ist der auch 12 Jahre alt? Mann, 11 Jahre. Das müsste aber eigentlich kein Problem sein. Weil dann werde ich diese beiden Züge... Eisen und Kohle, genau. Müsste der hier sein. Ein anderes Feld, genau. In einem anderen Fahrzeug wählen. Und zwar 100. Kann ein bisschen mehr ziehen, ne? Kostet auch deutlich mehr. Ach, geil. Machen wir mal die beiden Züge jetzt hinzufügen. Und dann hier. Eisenerz. 1, 2, 8 kann er tragen. 3, 4, 5 hat er 40. Jetzt haben die gerade 28. Und das ist eine Leistungssteigerung auf 40. Müsste erstmal genügen. 48? Ne, 40 müsste genügen. Aber 12 Einheiten mehr, das müsste eigentlich erstmal reichen. Theoretisch. Ach komm, 48. So. 48 Einheiten Eisen. 25%, ja. Wo ist er? Ach, ist schon fertig gerade ab. Na, okay. Ich glaube, das war Eisen. Das wäre der hier. Der hier. Das andere war die Kohle. Kohle. Da. Bup. Fahrzeug wählen. Nehmen wir auch mal die. Und Kohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25% und ja. Wo ist er? Da. Welcher kommt zuerst an? Der hier. Fahren wir mit. Habe ich 20 Einheiten mehr von 28 auf 48. Das müsste eigentlich genügen. Der Dark Mo hatte mir als Tipp gegeben, mach einfach mal das Doppelte. Ist ja ungefähr. Schick sieht sie aus. Räder sehen aus, als würden die eiern.
So, der Kohlewaggon. Genau. So, 100%? Nein. Dann haben wir das coole Ding auch fertig. Alter, 1,11 Millionen. Ach ja, und der Darkmo hatte mir noch darauf hingewiesen. Ich denke, ganz viele Leute. Nein, darauf hat er mich nicht hingewiesen, aber. Ich habe hier 3. Das ist jetzt die, Alter, ne? Ja. Alter, schauen mir viele Leute an. Erzählt er sich eigentlich komplett? Müsste er eigentlich. Ja. Alles andere wäre jetzt auch sinnlos. Alter, da viele Leute. Okay, der Darkmo hatte mich darauf hingewiesen, dass. Ich hatte ja, genau, hier das Öl. Von hier oben. Hatte ich verbunden einmal mit Pocken, damit Pocken hier Öl kriegt, und einmal hiermit. Wo er meinte, dass das andere, quasi das alte hier, was ich abgerissen habe, wahrscheinlich zu Fuß immer noch attraktiver wäre. Habe ich vorhin mal geguckt. Läuft nichts mehr nach Wirkoffe hin. Wir laufen alle nur noch hier oben in Osterweg, was vorher auch schon war, aber das ist jetzt egal. Lass mich abreißen. Also von daher kann ich davon ausgehen, dass die Linie jetzt hier deutlich interessanter ist, also dass man sie hier nicht mehr interessant ist, weil ich das jetzt alles von hier oben bekomme. Hier trägt er 24. Wie viel ist hier gelagert? 10 und 13. Auch 24? 32, ah, okay. Also von daher, ich gehe aber mal davon aus, dass die Linie jetzt doch. Also dass das hier doch klappt. Ich kann mich natürlich irren. Aber na gut. Und, Urban Games hat jetzt ein neues Spiel angekündigt. Und zwar Transport Fever. Das ist mir schon mal den Trailer angesehen habe und wo ich gesehen habe, boah, wie geil. Irgendwie. 16. Muss ich mal ändern. Also ich habe mir Transport Fever angesehen. Übelst genial. Also zu einmal ist es Train Fever erweitert, kann man es ruhig mal so sagen. Natürlich mit deutlich besserer Grafik als das hier. Also wie gesagt, hier hast du nur Ölquellen, wo einfach nur Öl rauskommt. Plupp, hier. Plupp, plupp, hier. Nee, also das ist ja das Werk, wo die Waren einfach rauskommt, plupp. Und dort hast du halt richtig alles animiert und so weiter. Das sieht richtig genial aus. Und zusätzlich zu dem Ganzen, gut, hier ist noch ein bisschen Wasser, gibt es noch Schiffverkehr, wo du Transport, wo sie alles mögliche machen kannst, und es gibt Flugzeuge. Also richtig genial das. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Und darauf freue ich mich auch richtig. So, das wollte ich jetzt hier noch was machen. Wie alt ist jetzt doch? 21 Jahre. Das ist. Waren. Blüstorf, stimmt das? Ja. Weil ich es nicht gut sehen kann, mache ich das jetzt in Hellweiß. Juhu! Ja, so, lieber FJB, das kann ich jetzt auch. Waren Büdelsdorf. Tick von 7 Minuten, das ist auch viel zu. Also ich wählen. Ich muss ja nicht ganz so viel schleppen, ne? Den. Und Verbandwagen 8. Der hat jetzt. Wie hat er jetzt? 16. 8, 16, 24. Hat er noch ein? Ja, noch. 32. Ah, noch eine Ölware. Juhu! So. 25%? Ja. Es gibt neue Ölware. Das ist doch schon mal schön. Denn. Wo ist er denn? Der Zug, der hier lang fährt. Ach, da drin.
Wie alt ist der denn? Details, 14 Jahre. Den kann ich quasi auch wechseln. Dass ich dort weniger Waggons habe. Die dann auch mit Fassung von 50 ist gerade voll, also sollte ich ein bisschen mehr als 50 machen. Wo ist der? Da. Wie schnell fährt der eigentlich? Ach, der fährt ja auch nur 50. Ja, siehst du. Da habe ich dann auch einen schnelleren Zug. Und zwar hier, das ist das Öl. Genau, Cocking Leipzig. Fahrzeug wählen, nehme ich gleich mal den moderneren. Auch wenn er teurer ist, aber haben wir das Geld. Oh, so. Da passt 5 Öl. Hier passt 9 Öl rein. Die waren 50, ne? 9, 18, 27, 36. Was kommt noch? 45? 54. 54. Ja, wenn die Städte noch ein bisschen größer werden, kommt eine auch noch dazu. Hat mir der Dagbo empfohlen. 25% ja. Wenn ich was falsch mache, dann, ne? Dark Moor ist schuld. So, und man hat mir auch empfohlen, mach doch einfach. Also nicht so dicke, breite Strecken wie hier. Sondern dass man quasi auch mehrere Linien über ein Gleis befahren kann. Haken. Weil das jetzt hier die eine Linie lang fährt, Linie A. Ja, der fährt auf Linie A, dann der nächste Tod, der lang fährt, wird zu Linie B. Das könnte ich auch machen, aber ich weiß nicht, möchte ich eigentlich nicht wirklich. Nö. Ich weiß nicht, ob ich das immer mal ausprobiere. Zum Beispiel hier würde das zum Beispiel gehen. Dass einmal die Linie, die von hier oben kommt, da reinkommt, die andere Linie. Es würde theoretisch gehen, aber ich weiß nicht, möchte ich das. Ding! So. Some Oil. Wunderbar. 100% nein. Waren Müdesdorf, fährt hier irgendwo lang. Da. Entschuldigung. Der kleine langsame Zug hat jetzt momentan einen Tick von 7 Minuten. Mal gucken, ob das gleich automatisch übernimmt. Auf jeden Fall Zug genommen. Boah, guck nichts an. 100% nein. So. Das haben wir also auch. Da fahren wir die schönen Trams, viele Trams. Boah, Straßenbahn. Es täglich am Kiosk. Neues Tageblatt. Neuigkeiten aus Ihrer Region. Ja, weiß Bescheid. Ja, da steht's. Ist laut. Und da fährt er. Jetzt mit einem größeren Fassungsvolumen, nicht Verfassungsvolumen. Das gibt's glaube ich nicht. So sieht's hier aus. 41 von 48. Und der fährt gerade hin. Und hier wartet bis jetzt 32, bis wir da hinkommen. Wir müssen einen kleinen Tick mehr. Läuft. Und danach ist echt riesig geworden. Die Häuschen, die sich hier angesiedelt haben, ist nur noch einer von da. Klaus wohnt da noch. Das will ich jetzt gleich mal. Ja, nicht so ganz. Warte. Willst du das da genau wieder reinmachen? Nein, so nicht.
Les? Oh! Upsi! Okay. Kann ich die vielleicht einfach so verbinden mit... Ich hätte das lassen sollen, wie es vorhin war. Ja. Na, wirklich schön sieht das nicht aus, ne? Mist. Aber es war jetzt nicht so, wo ich das haben wollte, aber naja, gut. Schön, müssen restliche Schönheitsfehler wegmachen. Okay, hier hat es vielleicht nicht geklappt wegen dem Berg. Hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen. Ach man, ey, das ist jetzt schon doof. Entschuldigung. Gut, was gibt es sonst noch zu beachten? Zugwaren, Büdelsdorf, die machen alle E3 Plus, mehr oder weniger. Siebte Hauptlinie 1, 2, 3, macht 11 Millionen. Gut. Wir fahren bereits Busse, meine Züge durch. Untere Linie, ne? Genau. Die endet hier. Fährt hier lang, fährt bis nach Braunschweig und würde hier theoretisch weiterfahren. Es braucht noch eine Linie, die hier endet. Okay, wir können aber erstmal für Wück auf Höhe. Tram oder Bus. Wie viel Buslinien haben wir? 1, 2, 3. Tram haben wir 1, 2, 3, 4. Machen wir hier mal ein paar Busse rein. Für Wück auf Höhe. Ne? Und zwar möchte ich Endeschleife. Falsch. Drei noch ein gleich noch nicht möglich. Hab's gleich. Nur noch nicht möglich. Okay. Wie wär's mit überall mit dem hier? Auch nicht. Das würde jetzt funktionieren, aber das nicht. Okay, denn was einfaches altes. Ja, ich weiß, ich kann auch Pause machen, aber brauche jetzt nicht. Also, das hier würde theoretisch gehen. Jetzt ist die Frage hiermit. Trennung denke ich nicht möglich. Okay, muss ich kurz selber das Terrain angleichen. So, vielleicht reicht das schon. Falsche Richtung. Jo, reicht. Aber vielleicht noch das Angleichen hier. Ausgleichen, ehrlich gesagt. Wie gesagt,
Du hast auch gesagt, mit Bäumen kann man nicht alles schön machen, das weiß ich auch. Ohne Bäume sieht es noch viel hässlicher aus. Meiner Meinung nach. Genau, zwei Schubuslinien. So, dann werde ich mal. Warte. Erstmal noch ein paar Straßen reinzimmern. Das auch. Ja, so will ich es haben. Das sieht wunderhübsch aus. Genau so. Das kommt damit noch hin, das kann sich hier noch verbinden. Passt das da irgendwie hinten noch ran? Okay, passt es nicht. Dann hier beide weg. So, da können sie hier dann anbauen, wie sie lustig sind. Ich werde auch erstmal noch nicht alles nutzen, aber mal gucken, ne? Genau, so, ich hoffe, ja. Genau. Dann hoffe ich mal, dass es jetzt alles gut aussieht, besser aussieht. Wie gesagt, ein bisschen was habe ich gelernt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich werde hier ein bisschen Busse anpflanzen. Oh, yeah. Vielleicht gerade die neuen, die gerade gekommen sind. Nein, es ist ein neuer LKW, glaube ich. LKW? Hier müsste ich irgendwie eine Station haben. Bin ich jetzt blind? Ah, da. Den hatte ich vorher. Jo, fährt schneller. Oh, fährt viel schneller. 50 km/h. Das heißt, ich werde nächste Folge auch mal die ganzen LKWs hier auswechseln. Sonst irgendwie LKWs? Ja, hier. Oh, ganz viele LKWs. Ja, die werde ich alle auch mal auswechseln. Und bis dahin würde ich sagen, habt einen schönen Abend. Tschüss!